Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem Infovideo. Und zwar ist heute die Auswertung für das 1000 Abonnenten Special. Ihr hattet eine Woche Zeit, euch abzustimmen, was ich zeigen soll. Und heute kommt die Auswertung, was am Samstag kommen soll. Und zwar wird Folgendes für den Train-Simulator 2016 gezeigt. Platz 1 mit 15,2% Berlin-Leipzig und mit 8% Hagen-Siegen V3. Die zwei besten Platzierungen werden in den 1000-Abo-Special gezeigt. Jeweils nur eine Aufgabe, da die Aufnahme nicht allzu lang geht wie bei dem 5-jährigen Special. So, wie gesagt, Platz 1 Berlin-Leipzig wird gezeigt und Platz 2 Hagen-Siegen V3. Insgesamt haben wir 125 Leute gewotet, also vielen Dank und es freut mich, dass ihr daran teilgenommen habt. Und ja, jetzt geht es weiter zu Umsi 2, auf welcher Karte ich fahren soll. Da haben 112 gewotet und zeigen soll ich, was ich nicht gedacht hätte, mit 16,07% Berlin X10 und mit 15,18% Hamburg Tag und Nacht. Ja, ganz schön knapp hier. Die beiden Karten werden gezeigt, jeweils nur eine Linie auf der Karte. Wie gesagt, ist halt nicht ein langes Special. Nee. Und ich denke mal, das lohnt sich auch. So, nun die Frage, mit welchem Bus soll ich fahren? Da schauen wir mal nach. Mit 22,43% dem Mercedes-Benz O530 Facelift. Also, ich merke, ihr mögt den Facelift sehr. Und den Scania Citywide, den ich bisher, glaube, noch nie gezeigt habe im Let's Play, mit 12,15%. Wow. Ja, 107 haben teilgenommen. Super. Wenn dieses Video online ist, werdet ihr das hier nicht mehr sehen, sondern ihr werdet wieder Text sehen, wo dann drauf steht, welche Platzierungen gezeigt werden. Ja. Für den Citaro-Hasser, ja, tut mir leid, aber die meisten wollen halt kein sowas sehen, also vielleicht das nächste Mal. Gut, damit steht das Ergebnis fest. Wir fahren den O530 Facelift und den Scania Citywide auf X10 und Hamburg Tag und Nacht und fahren im Trennsimulator auf der Strecke Berlin-Leipzig ha und Hagen-Siegen V3. Ja, nun geht es weiter und zwar mit dem Uploadplan. Keine Sorge, hier passiert nichts mehr. Das Ergebnis steht jetzt fest. Falls sich jetzt danach was ändern sollte, die Änderung zählt nicht. So, dann gehen wir auf Uploadplan. Und zwar habt ihr hier gesehen, falls überhaupt wer gesehen hat, dass dieser Uploadplan ein bisschen mager aussieht. Das liegt daran, ich brauche zurzeit mal eine kurze Pause, denn ich muss mich vorbereiten für die ganzen um die zwei Tutorials und Trennsimulator Tutorials und sowas muss ich halt vorher testen, bevor ich das Ganze aufnehmen kann. Deswegen kommt diese Woche kein Let's Play von Umsi 2 oder Trennsimulator. Also eine normale Folge kommt diese Woche nicht. Da bitte ich um Entschuldigung, weil zurzeit ist viel zu tun und bitte um Verständnis. Ja, wie schon gesagt, am Samstag kommt denn das 1000-Abo-Special ab 11 Uhr. Pünktlich. Und diesmal nicht so lang. Gut. Jetzt geht es noch zu einer anderen Sache. Und zwar,
Liebe Gladbeck-Liebhaber. Oh, wobei. Bevor ich das vergesse, eine Frage habe ich an euch einer draußen. Wie alt seid ihr eigentlich? Weil das würde mich halt mal interessieren, wie der Alterdurchschnitt ist von meinen ganzen Let's Plays. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht euren Alter ins Kommentar schreiben würdet. Wäre cool, weil ich würde gerne wissen, wie alt ihr so seid und ja. Müsst es nicht machen, aber ihr könnt. Interessiert mich halt. So, jetzt zum Punkt Gladbeck. Alle, die jetzt Gladbeck vergöttern und lieben, die hören jetzt am besten nicht zu, weil jetzt wird das Video gesprengt. Also so richtig gesprengt wird das Video von mir. Also ich sag schon mal vorher, tut mir leid. Für diejenigen, die Gladbeck lieben. Und zwar habe ich ja von einigen immer die Anfrage bekommen, ob ich die NF6D oder wie das Ding heißt, kaufe fürs Addon Gladbeck. Meine Meinung darüber ist ganz so klar, nein, das tue ich mir nicht. Und wie ich auch gerade auf YouTube verfolgen kann, gibt es sehr, 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 sehr viele, die das zurzeit nur noch Let's Play. Ne? Also man sieht nur noch das Ding da rumfahren, das ist ja Wahnsinn. Aber ich werde mir das Ding nicht holen, weil erstens ist es mir ein bisschen zu teuer, also der Preis ist sehr happig. Ihr könnt da sagen, was ihr wollt. Dafür kriegst du schon ein komplettes Add-on. Und für 14 oder 15 Euro, da hast du nur so eine Straßenbahn und eine Linie, die höchstens 20 Minuten geht. Das ist gar nichts. Das sage ich ganz ehrlich, weil es ist auch meine Meinung, ja. Ich finde den Preis ein bisschen übertrieben, aber das kennt man ja nicht anders von den Gladbeckern-Projekten da, ne? Ich sag nur das Addon, aber naja. Deswegen werde ich mir dieses Addon nicht kaufen, weil dafür ist mir das Geld zu wertvoll. Und hole mir lieber für ein paar Euro mehr lieber nicht ein Payway-Addon für eine Karte. Ne? Denn warum soll ich 14 Euro oder sowas ausgeben, wenn es bald eine Straßenbahn gibt für OpenSea 2 und das sogar kostenlos? Ne? Es gibt zwei Tatras, wie die hießen. Ne? Und die sind kostenlos. Handy, Ruhe. Ja, zwei Tatras. Die sind kostenlos. Und was kriegst du bei Gladbeck-Eltern? Du kriegst nur eine und hast nur eine Linie. Das war's. Und hast du erstmal 15 Euro ausgegeben für so ein Teil, was vielleicht noch ein bisschen verbuggt ist, was noch nicht so 1A funktioniert und wo du auf einer Karte rumfährst, wo du manchmal denkst, so sieht der Ruhrpott aus, ne? Ist klar. Das werde ich auf jeden Fall Let's Playen, also das kommt auf jeden Fall dran. Weil erstens bekommst du hier zwei Fahrzeuge. Ja, zweitens, es ist ein Freeware-Add-on. Ja, und wenn man hier schon die Bilder sieht, sieht geil aus, ne? Ich finde es persönlich richtig cool. Und wie gesagt, mir gefällt das hier viel besser. Und das ist kostenlos und nicht so überteuert. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das Tolle daran ist, es gibt zu diesen zwei Trams eine Freeware-Map. Ja, die gibt es auch dann dazu, was ich besonders geil finde. Und wir sehen ja hier schon, es gibt mehrere, würde man sagen, Linien. Zum Beispiel Linie 1. Ich glaube auch nur Linie 1, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, es gibt hier auf Linien.
fünf Linien. U-Bahn-Linie gibt es noch, S-Bahn-Linie. Also, Leute, gut, man braucht jetzt zwar das Add-on Hamburg und drei Generationen Add-on, aber das besitzt ja heutzutage schon jeder. Und was soll ich dazu sagen? Das ist kostenlos. Ja, genau wie das hier. Zwei Trams, der BVG. Also, was will man dazu noch sagen, ne? Also, da finde ich das hier viel geiler. Und hole mir lieber eine kostenlose, statt mir für 15 Euro da irgendwelchen, ich sag dazu jetzt nicht mehr. Ne, also, für mich ist das halt nichts, ne? Also, ich will jetzt auch kein alles verderben, ne? Mein Handy, sorry. Die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nein, ihr kauft jetzt nicht, weil sonst ist der böse, sonst habe ich am Ende die Arschkarte. Deswegen ist es eure Entscheidung, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Ich bitte euch aber lieber vorher Let's Plays anzuschauen, die es zahlreich gibt. Und es liegt halt bei euch die Entscheidung, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Ne? Naja, das dazu. Und wie gesagt, sobald die zwei Trams da und die Karte mit draußen sind, wird es ein schönes Let's Play davon geben. Ja, wie gesagt, das meinte ich. Jetzt springe ich das Video. Deswegen Vorwarnung, ne? Weil es gibt ja viele, die die Karte lieben. Und gut, wenn ihr die Karte halt so mögt, dann ist es halt so, aber vergesst nicht eins, ich sag nur Autobahn. Und da gibt es Freeware Maps, die haben eine bessere. Was ich mir aber auf jeden Fall holen werde, ist das Add-on Rheinhausen. Das würde ich auf jeden Fall noch Let's Playen. Was mir schon mal bei Rheinhausen so toll gefällt, ist, dass auf der Karte eine Autobahn gibt, die sogar richtig gut gebaut ist. Ja, also nicht wie in Gladbeck, wo manchmal auch Leitplanken fehlen. Da sieht man, dass so nur hingefuscht wurde und fertig aus. Nee, in Rheinhausen hast du eine richtig geile Autobahn. Also, ihr werdet es später sehen. Also, das wird ein geiles Add-on, das schwöre ich euch. Und ja, dies nur als Info. So, wie gesagt, das war jetzt nur gerade ein Thema, weil mich viele angesprochen haben, ob ich mir das Add-on hole, und ich sage einfach jetzt dazu, nein, werde ich nicht. Ja, das war eigentlich das Video. Ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen, auch wenn jetzt vielleicht viele stinksauer auf mich sind, ne? Aber es ist halt meine Meinung dazu, und ich stehe drauf, also stehe dazu halt, ne? Also da kann mir keiner die Karte schönreden, ich bin und bleib bei meiner Meinung. So, wie gesagt, dies als Info, und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zu Omsi 2 Tutorials, Freitag Trainsimulator Tutorial und Omsi Tutorial, und Samstag habt ihr mich wieder über Stunden an der Backe beim 1000 Abo Special. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht so allzu doll verärgert, ne? Und wie gesagt, schaltet ein. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, euer Trainer um CTV.